schön. Doch, ich hasse Stadtfahrten. Ist immer alles so eng hier. Fahr mal mit dem Gelenkbus da lang. Ja, nee, da lande ich hier auf irgendwelchen komischen Dächern in der Luft und zucke nur rum. Ja, klar. Zucken ist nicht so mein Ding, weißt du. Bis dann. Hey, warum magst du nicht? Die Räder in dem Bus drehen sich rundherum, rundherum, rundherum. Räder in dem Bus drehen sich rundherum. Warte, was war Aidaria? Was? Was? Versuch mal was. Lange nicht gesehen. Was hat Aidaria jetzt schon wieder gemacht? Stimmt. Ich bin unschuldig. Letztes Mal war. Ja, genau. Sagst du immer. Damals, das war alles. Aber so unschuldig so, ich hab nichts gemacht. Ich hab diesmal nichts gemacht. Ich bin diesmal ganz artig. Wie viel Minus bist du schon, Hybrid? Weiß ich nicht. Drück mal Escape. Nee, bitte nicht während der Fahrt. Doch, bitte während der Fahrt. Nein, bitte nicht während der Fahrt. Komm schon. 70. Alter, was machen die LKWs hier? Was macht deine Stimme da? Weggehen. So wohin? Gut. Weg, einfach nur weg. Aber die Stimme hat's begriffen, die hat keinen Bock mehr. Ich weiß schon, wer mich nachher nicht anrufen wird. Er kann ihn nicht mehr anrufen, weil er nicht mehr reden kann. Also anrufen kann ich ja, aber mit reden wird nicht mehr viel. Deswegen sage ich ja, das wird ja nichts. Hast du die letzte Folge? Nein, nicht spoilern. Ah, oh, schön, schön. Eieiei. Ich find's gut. Was? Ich bin auf der Straße! Ja, scheinbar ja, ja nicht, ne? Sehr gute Erkenntnis, Ryan. Du bist auf einer Straße. Doch, das war nicht! Was ist das? Ja, ja. Das ist richtig. Man hat doch gesehen, dass da nichts war. Nee, gerade sehe ich halbe nur zu, wie er fährt. Du, doofe Frage. Darf ich Autos, die in der Busbucht stehen, rausschieben? Du darfst durchhupen. Einfach hart drücken. Das Spiel mobbt dich. Siehst du selbst, Mappa sagt, das Spiel mobbt mich. Ein Schlaglochsuchgerät? Ja, ja. Du musst hart drücken zum Hupen. Du musst näher ran, glaube ich. Oh, okay. Noch näher? Ja. Der war doch schon hinten drauf. Ja, 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 ja. Keine Ahnung, war bei mir vorhin auch. Das war. Echt? Bei mir fliehen sie sofort, sobald sie mich sehen. Ich weiß gar nicht warum. Ja, das verstehe ich. Ja, ich nicht. Was denn? Ich verstehe das mit der Kollision nicht. Da war gar nichts. Da war eine Bodenschwelle, wo ich langsam drüber gefahren bin. Aber sonst war da nichts. Ich kann nicht mehr. Oh nein, Masuna. Warum nicht? Warum lachst du so viel? Ein paar Fahrkarten. Sehr witzig. Sind nur zwei, hä? Die Fahrkartendealer sind wieder unterwegs. Straße in Göttingen, Willi-Eichler-Straße. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Ja, es gibt auch irgendwo eine Straße, die heißt Amphötzchen. Erklär das mal der Feuerwehr, wenn es da brennt. Wo brennt bei Ihnen Amphötzchen? Hä? Ja! Ja! Erklärt das mal der Feuerwehr. Sehr pünktlich, danke. Na, die Ortsfeuerwehr müsste es ja wissen, aber die müssten dann wahrscheinlich auch jedes Mal laut loslachen, wenn es da brennen sollte. Das stimmt allerdings. Eine Fahrkarte. Hä? Ich bin nur durch die. Ich kriege Kollisionsmeldungen mit Minusbeträgen, obwohl ich nur über eine Bodenschwelle drüber fahre. Ja, ja. Das war jetzt schon das zweite Mal. Alles gut, Ryan. Alles das gut. Wir schaffen das schon zusammen. Die packen so oder so den Schlauch aus, was? Was? Das ist einfach so Hybrid. Das ist einfach Hybrid, die packen. Keine Ahnung. Also, wer packt welchen Schlauch aus? Frag einfach Masuna, ich habe keine Ahnung, ich teilte mich jetzt da. Masuna, bitte was? Wer packt hier welchen Schlauch aus? Wahrscheinlich die Feuer. Also die zwei Frauen hier im Discord können es schlecht machen. Wenn wäre ich etwas überrascht und schockiert. Ich pack den Gartenschlauch aus. Stimmt, Gartenschlauch. Wegen da, du kriegst Kortisonsstrafen, was? Was? Kollisionsstrafen! Nicht Kortisonsstrafen! Ja, klar, die Kortisionsstrafen, die kenne ich auch.
Wegen deiner Straße. Steineck. West. Die Feuerwehr packt so oder so den Schlauch aus, egal wo es genau brennt. Oh. Ob es am Pfötzchen ist oder woanders. Eine Fahrkarte, bitte. Herrlich. Ich liebe diesen Stream jetzt schon. Ja, das wird, ich muss das mehr spielen, definitiv, dass ich lockerer werde, dann kann ich auch... Nein, reden. Nicht schon wieder! Was denn? Edel, denk dran, mit einer 30 über die Dinger drüber fahren. Mehr nicht. Nein, was anderes. Ich hab Angst, in den Bus einzusteigen. Er ist wieder gefliegt. Er ist wieder gefliegt. Ich habe Angst. Er steht auch eigentlich noch hier. Oh nein. Was? Er steht noch? Und dann würde ich mal was machen, dass er nicht mehr steht. Oh. Oh, schön. Schön. Einfach nur schön. Jetzt krieg ich Schaden. Wir haben alle einen Schaden. Reizverkehr. Oh. Herrlich, ey. Einfach nur herrlich. Gehst du Freitag ins alte Sägewerk? Nee, tut mir leid. Ich weiß, ach, schön. Oh. Was ist das? Ich glaube, Ryan weint gleich. Ich weine schon. Nein, ich bin nur noch 1 Kilometer von dir entfernt. Ich stehe jetzt. Ich stehe jetzt. Nur 0,9 Kilometer. Oh je. Ihr seid zu weit weg. Oh, ich muss ja noch da weit. Oh. Oh, der Bus hatte bei der Schlagseite. Ja, keine Ahnung, ich kann die Fahrt wieder abbrechen. Jetzt gib ich ihn. So eine Scheiße, hab ich keinen Bock. Mann, was ist denn das? Ich glaub, das liegt an deinem Bus. Ja, aber warum? Warum ist er so verbuggt? Weiß ich nicht. Außerorts, feuerfrei. Dann kannst du ihn wieder verkaufen. Zu der Rücken weh. Gibt's denn die Busse-Zeitung? Wem gehört das? Wem gehört was? Eine Warte. Ah, da hat jemand einen Schuss verloren. Hier, Junge. Gerne. Omi, lass mich vorbei. Ist das vielleicht übrigens Internet, dass es dadurch zu kurzen Lags kommt und dadurch das Spiel verrückt spielt? Wer hat das gesagt? Ja, das war mir sowas von klar. Ja, wie soll das uns sagen, hä? Ja, stimmt. Ja, der mit seiner komischen Hamsterleitung. Ich muss mal den Hamster ein bisschen füttern, dass der... Oh. Hallo, Mira. Ja, wir fahren Bus. Wie geht's dir, Mira? Alles Hallo. Gut? Wie war dein Wochenende? Ich kann nicht mehr schreiben. Ja, das liegt am Lachen. Nie. Soweit. Wir haben jetzt auch viel mit fliegenden Bussen und so weiter zu tun, aber das passt. Es ist doch ganz normal, dass Busse durch die Kante fliegen. Die Strecke jetzt nochmal, aber nicht mehr mit dem Gelenkbus. Sonst kriege ich einen Anfall. Wow, oh. Riecht fröhlich. Okay. Hamsterleitung, die ist locker. Streamtauglich, außerdem spiele ich ja nicht mit, also kann der Fehler mit Ryans Bus nicht von mir kommen. Oh. Ja, Ryans Bus ist zwischenzeitlich etwas getürkt und geflogen. Und durch die Gegend geflittert und hat gezittert und Der twirkende Bus. Der twirkende Bus, und, genau. Dann habe ich nur noch Schadensmeldungen bekommen, obwohl ich nichts getan habe. Ja, das liegt am Twirken. Ja, ich glaube auch. Das sind die Schäden vom Twirken. Das Schlimme ist, es kommt eine Aufgabe, da musst du einen Gelenkbus kaufen und fahren. Oh je. Ja gut, dann können wir den ja wenigstens mal behalten. Es gibt aber, glaube ich, noch einen anderen... Ja, du kannst ihn aber nicht fahren, das ist das Problem. Du kriegst ja andauernd so ein Problem. Oder es liegt halt nur an mir, es kann auch daran liegen. Hört das noch irgendwer? Ich kann ihn ja gleich mal versuchen zu fahren. Ich kann ja aber garantieren, dass es dann zu Unfällen kommt.
Ja, aber wenn du halt keine. Der Bus hat Grippe ab ins Bett und man war so neu. Nee, aber wenn du halt gar nichts in deiner Nähe hast und du kriegst die ganze Zeit so von wegen, ja, hier 1200, hier 500, hier 800 und da ist aber nichts. Nein, ich bin aus Versehen auf die Autobahn. Wie komme ich hier wieder runter? Ich bin einer zu früh abgebogen. Ich muss das aber nachher unbedingt bei mir klippen. Das war zu gut. Wie komme ich wieder von der Autobahn runter? Fahren? Du bist jetzt nicht ernsthaft. Ich hoffe, du bist nicht falsch auf der Autobahn draufgefahren. Nein, das nicht. Ich bin richtig auf der Autobahn draufgefahren, aber. Ich weiß nicht, wie ich wieder runterkomme. Ich weiß nicht, wo die Abfahrt ist. Und meine Haltestelle wäre halt da gleich gewesen. Ja. Ja, Mafa, ich wollte auf die Autobahn, aber ich wollte nicht so auf die Autobahn. Wie willst du denn auf die Autobahn? Verkehrt rum? Nein, ich wollte mal anders. Auf dem Dach rutschend. Ich wollte dann auf die Autobahn, wenn ich auch auf die Autobahn muss. Oder ja, wenn es Sinn macht, auf die Autobahn zu fahren, aber ich fahre ja jetzt einfach in die völlig verkehrte Richtung. Ja, da brauchst du Fernbus-Simulator. So, hier komme ich runter. Oder? Warte, das. Ah, nee, da vorne ist ein Kreisel. Warte, ich fahre da vorne. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Ah, ja. Schön, dass du gestern Shampoo gekauft hast. Toll! Jetzt fahre ich aber wieder zurück. Au. Ich wende jetzt hier nicht wie beim Fernbus-Simulator. Da bringt Ryan mich um. Und so, liebe Kinder, entstehen Geisterfahrer. Ich bin ja noch nicht falsch gefahren. Also noch nicht in die falsche Richtung. Also oh mein Gott, Masuna, das lese ich jetzt nicht vor. Das lese ich jetzt nicht vor, Masuna. Nein. Hilfe. Kannst selber lesen. Ich bin nicht im Stream. Ja, ist nicht mein Problem. Muss halt reinkommen. Masuna, schreib schon bitte bei Daria noch im Stream. Was? Nein, ich lese das auch nicht vor. Du bist auch bei mir, Mod. Ja, ich hab nur das Handy noch. Hallo, Fräulein. Was? So, ich mach jetzt was ganz Gefährliches. Ist Cybert jetzt weiblich? Kinder, bitte guckt weg, ich spiel grad während der Fahrt mit dem Handy. Handy weg. Ich seh's halt dann nur nicht mehr, weil ich mit dem Handy drin bin. Twerk Hybris Bus auch. Nee, noch nicht, Mira, noch nicht. Noch twerkt er leider nicht. Da hast du, hat das geschrieben bei Daria. Was? Deswegen wollte ich das nicht vorlesen. Nein, einfach das nein. Na klar. Was hättest du gedacht? Bitte was? Ja, du weißt aber schon, dass Frisches auch eventuell noch da ist. Frisches ist nicht nur eventuell da, Frisches ist da. Deswegen sag ich das ja. Bitte was? Hallo? Gleich kommt man, macht jetzt mal einen Stream aus. Ja, aber warum einfach nur? Ja, also. Danke, Bruns, danke. Du machst das, was ich gerade denke. Danke. Oh Gott, ich liebe diesen Kerl. Hallo, also Frisches jetzt. Unglaublich, was geht ja schon wieder ab, ey. Danke für dein Follow, Mira. Willkommen im Bambuswald. Noch ein Panda. Noch ein Panda. Ja. Noch ein Bruder. Oh, Heimlich weiß, was ich meine. Das ist so cool. Ja, klar. Hallo. Shoot is money, du. Also, wer den Film nicht geguckt hat, der geht bei dem nicht ausleben vorbei. Wie findest du jetzt eigentlich die Strecke? Ja, ich fahr's jetzt gerade das zweite Mal. Ja, du fährst jetzt gerade rückwärts. Also die Rundfahrt. Du fährst jetzt bisher auf dem Rückweg. Danke für deinen Sub. Und ja. Willkommen im Bambuswald, Zurit. Danke. Und Mira. Danke für deinen Follow. Oh Gott. Ist so viel. Ruhig drehen. Geh zu Ryan. Geh zu Ryan. Ich hab gleich zwei Streams, wo ich durchdrehen kann. Geil. Oh nein, lass es. Aus. Ich möchte, dass beide überfordert sind. Oh, bei mir geht's. Das stimmt. Bei
Bei mir geht das ganz schnell. Mich kannst du nicht mehr überfordern. Nee, das stimmt. Ich bin nur noch, das Einzige, wo ich tatsächlich überfordert bin, ist bei Hypefriends. Da bin ich bis heute überfordert. Oder bei Raids. Ja, dann lass es, Alter. Wer isst ein Burrito, der schlecht ist? Burritos? Burrito! Burritos. Tacos. Ich bin nur verwirrt, ich höre euch alle doppelt. Ja. Oh, ohne Witz, ich hab mal wieder Bock auf Raps. Einfach einstummen. Frisches! Können wir die Woche Fraps, Fraps, genau. Fraps essen. Fraps. Fraps. Lass uns Fraps essen. Nein, Fraps. Ich hätte gerne ein Frap. Haben Sie einen Schlag? Ein bitte was? Ja, ein Frap. Hä? Ja. Genau. Macht Frisches. Oh, das hat sie gemeint. Ja, du auch. Du sollst das auch essen. Du sollst sie ja sogar machen. Ah, scheiße. Meine schmecken nicht. Nein. Nicht so wie deine. Du kannst bessere Raps als ich. Was? Das Flappen passiert als Nachtisch? Was? 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 Was du normal? Was? Ah, das L ist zu viel. Ich liebe das. Nee, ich glaube, das war Absicht. Ja, nee, ich weiß nicht, ob das gesperrt wird, aber ich weiß, was er meint. Ja, ich jetzt auch, wenn du sagst, das L, was du willst. Ich habe Ihnen meine weiße Soße gab's doch letztes schon. Na klar. Oh ja, die weiße Soße. Ich hab wir haben noch was von der weißen Soße. Die, es ist noch was übrig davon. Masuna hat geschrieben, nee, das L war nicht so viel. Okay, ich denke mir trotzdem meinen Teil dazu. Oh nein. No. Doch, weil Papa, doch. Weil Aldaria Flaps gesagt hat, ah. Weißt du, ah. Was denn? Ich mag nur mal weiße Soße. Ja, das ist mir klar, vor allem die von Frisches. Ja, die war lecker! Mit so schön viel Knoblauch drin. Nein. Frisches, was ma. Nee, ich frag gar nicht erst. Nein! Schön mit Knoblauch. Oh nein. Ja, war lecker mit Knoblauch. Und Gürkchen und Paprikanotten. Hilfe, wo bin ich hier? Suche das Weiße, wo du hier bist. Kräutern. Ja, frische Kräuter waren auch mit drin, genau. Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Oh, hier ist schon wieder eine mit einem schlechten Burrito. Was wollt ihr alle? Wart ihr alle beim selben Ding essen? Für etwas schärfer noch eine Habanero rein. Okay, bitte nicht vertiefen. Ich muss wieder mit den Haubitzen an. Och, nö. Das war vorhin schon. Ja. Ich habe schon gesagt, zum Glück ist Hybrid nicht da. Der wird nicht mal gelandet. Hart, ich aber nochmal Glück gehabt. Oh. Das Schöne ist, ich kann dich einfach stumm im Voice. Dann höre ich das nicht. Was? Hast du erst gerade laut gesagt? Was vertiefen? Können wir gerne machen. Frische Soße und so weiter. Weiter und weiter und weiter. Ja, das Vertiefen, das können wir gerne machen. Nein. Tiefe ist immer gut. Oh, ja, bestimmt. Bestimmt ist es das. Ja. Vor allem für weiße Soße. Nein, schon wieder Haarwitze. Ja, Mappa, schon wieder Haarwitze. Tiefe sind immer gut. Du weißt, dass der Kommando anders geht, Papa. Falsch rum. Du musst das einmal anders rumdrehen. Genau so. Ich schlag noch mit, ja. Ich glaub, oh, 17 Mal schon. Halber, das wird aber immer mehr. Absolut pünktlich. Musst du den Stream jetzt aber leider ausmachen bei dir, Hybrid. Weil sonst läuft bei mir alles ein bisschen mehr. Eine Fahrkarte. Bei mir? Das wundert mich gerade, dass bei mir alles läuft. Ja. Bist du bei mir im Stream mit drin? Ich ja. Ja. Ich wechsle immer zwischen dir und Ryan. Jetzt bin ich gerade wieder bei dir drauf. Ja, es war nicht so lustig, wie ich dachte. Es wird aber vielleicht noch lustig. Schlagdoch ist, by the way, ein schlechtes Safe-Word bei gewissen Praktiken. Oh. Bei welchen wohl? Ja, okay, aber das. Ja, es tut halt auch ein bisschen weh. Man kann es machen, ja, aber es tut halt weh.
Ich frag einfach nicht, okay? Natürlich besser. Lass es einfach wirken. Nee, lass es einfach auch nicht wirken. Nein. Denk aber in Ruhe drüber nach. Nein, aus. Woher weißt du das Hybrid? Vom ja. Na. Tja. Erfahrung. Das wird jetzt ein Rätsel bleiben. Erfahrungen. Auch? Ja, vielleicht. Hat Hybrid wirklich einen unartig Counter? Ja, Pamira hat er. Ja, bei mir kriegt er den auch langsam. Ja, natürlich. Oh. Was hältst du von mir? Das wäre doch sinnlos, wenn ich das nicht hätte. So ein schöner Tag. Ja, den gibt's bei mir auch bald. Da kriegt aber auch Masuna einen. Danke. Oh. Masuna kriegt einen einfach Nein-Counter. Oh. Nein, einfach Nein. Das brauchst du wenigstens nicht mehr sagen. Das stimmt. Ja, und er freut sich auch noch immer so. Ja! Oh, 18 ja, mal! Es häuft sich ja. Es häuft sich. Schön, wirklich schön. Das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Nein, nicht spoilern! Nein, bitte nicht. Wir wollen doch wissen, wie es weitergeht. Ich konnte doch gestern nicht gucken, die letzte Folge. Ich gebe dir nur 5000. Ja, deswegen. Ich bin gerade erst bei der 10. Folge. Ich hab's drauf, du bearbeite mal weiter die Schlacht. Nein, ich bin im Kreis gefahren. Ich bin im Kreis gefahren. Boah, bei den Ganzschlaglöchern, Masuna. Oh. Da gab's einen Mittelweg? Seltsam. Ja, dann muss ich jetzt einmal Ich mache auch gern Hohlraumausfüllungen. Ja. Hohlraumversiegelung. Kreisverkehr, fahrt ihr im Saarland? Oh, Gottes Willen. Oh, Gottes Willen. Ja, ist halt jeder damit verwandt. Jeder mit jedem verwandt. Hilfe. Oh, bitte Hilfe. Brauchst du Hilfe? Bei euch. Hybrid und der Bauschaum zur Dämmung. Was? Ja. Was? Masuna kennt meinen Bauschaum. Oh, das verstört mich jetzt noch mehr. Das verstört mich jetzt noch mehr. Okay. Masuna, okay. Alles klar. Ich weiß ja nicht, was ihr so privat macht, aber ich glaube, das ist... Nee. Ja, wir reden über Bauprojekte. Ja. In vielen ist, ja, gerade wenn du halt Fenster abdichtest oder so, brauchst du halt Bauschaum. Kenne ich nicht, aber man kann es sich leider zu bildlich vorstellen. Kannst du ja erstmal schön einschäumen. Ja, klar. Ganz Körperschaum. Glaube, das will man nicht. Ja, ganz Körperschaum. Nee. Soll gut sein. Fenster abdichten, schöner. Heißt das heute so? schöner weißer Bauschaum. Der ist aber nicht weiß. Ja, gelblich, und dann sollte man da echt zum Arzt gehen. Ja. Also wenn es einen Gelbstich kriegt, dann ist aber einiges im Argen. Solange kein Blut mitkommt, ist alles gut. Jeder Stream von... So. Ja. Panda. Zu viel Infos. Entschuldigung, Mappa. Amboss für den Panda. Tut mir leid. Danke, Mira, für die 5 Bits. Das ist ein cooler Song, ich mag den. Ich glaube, Mira wird bei dir im Stream viel Spaß haben mit den Sound Alerts. Oh, das ist süß. Ja, warum? So viel ist er doch gar nicht. Nächster Halt, Dr. Julius Max. Ich liebe Pandas, ja. Ich auch. Deswegen heißen meine Subs ja auch Königspandas. Ich hätte gerne ein paar. Bambuswald beim Follow und ja. Pandas sind super. Es gibt schon einige Freunde, die bei mir bzw. mich als Spitznamen schon Panda hatten, also. Ja. Ihr sagt Ryan, andere sagen Panda, also. Ja. Panda! Ja.
wunderbar zu viele Infos. Wegen den Bauschrauben. Ja. Genau deswegen. Ja. So kurz AFK muss den Dämon wegsperren gehen. Mach das zu Red. Ich werde meinen nächsten Urlaub auch da buchen. Mein Panda hat mich verlassen. Was machst du da? Ich bestäube dich. Ich bin eine Biene. Danke, Mira, für die 25 Bits. Ich bin eine Biene. So, danke, Mira. Jetzt krieg ich es wieder auf den Kopf. Jetzt habe ich erstmal das komplette Video im Kopf. Ah! No! So, Todespfoten abgeschlossen. Okay. Ryan? Ja? Willst du jetzt nicht jetzt lieber Bambus fahren oder Horrorcats? Das ist mir egal. Okay, dann fährst du, dann fährst du Bambus und ich fahr die Horrorcats. Ich fahr Bambus, okay. Das sind ja keine Holzhandel, Leute. Holzhandel-Simulator, auch geil. Ja, aber Ryan und ich müssen tauschen ja eh. Ja, du müsstest. Wie weit bist du eigentlich mit deiner Strecke? Ich? Gleich fertig. Ja. Dann kannst du danach die Todespfoten machen. Dann, okay. dann arbeitest du dich von der 6 bis. Ja, weiter, ne? 6, 7, 8, 9, 10 und so. Ja, alles andere sind langweilige Strecken. Du bist ja kein Anfänger mehr. Nee, was? Nach dem Wanderweg garantiert nicht mehr. Nee, nach dem Wanderweg nicht. Ja. Mira, lass mich raten. Mit Plüsch? Ich nehme es einfach mal in die Hand. Ich ahne es nämlich. Ja klar, ja natürlich, ja. Was frage ich? Was frage ich denn? Schön, schön. Einmal. Zwei. Ah, schön, schön. Hier sind die Öhrchen wieder. Was war denn? Tag, Senior. Horrorcats. Ach du grüne Neuner. Ach, oh Gott, und ich will ich fahren? Oh Gott. Ja, die Oma hat kein Ticket. Der nächste, der kein 20 Ticket Minuten hat. 31 für die Hinfahrt. Oh, der dritte ohne Karte. Yeah, wir haben uns noch mitgenommen. Ich hatte gerade einfach drei Schwarzfahrer. Ah, Fahrt starten. Oh, gewaltiger. Was? Was? Ryan hat den Dark Mode gefunden. Aber normalerweise sind die bei mir immer drin, die Schwarzfahrer im Bus. Ja. Bei mir so, kaum. Mittwoch hatte ich immer Schwarzfahrer im Bus drin und Aldaria gar nicht so gefühlt. Beziehungsweise hat sie nicht kontrolliert. Und wenn sie mal kontrolliert hat, dann war halt keiner da. Oder es wurde gesagt, sie haben mich schon kontrolliert. Sie haben mich schon kontrolliert. Warum wollen sie doch kontrollieren? Pink Fluffy! Wir sind wirklich im Saarland. Hier sind gerade zwei verwandt. Ryan ist nur 1,1 Kilometer von mir entfernt. So nah waren wir schon lange nicht mehr. Oh. Ja. Ihr und eure Nähe. Oh ja. Hä, du wärst doch froh, wenn ich in deiner Nähe wäre. Jetzt tun wir noch so. Ja, das stimmt allerdings. Ihr seid beide 0,9 Kilometer von mir entfernt jetzt. Ich bin genau zwischen euch. Bitte warten mir. Sandwich. Aber Sandwich gibt's hier nicht. Nein, aus. Ich hätte gerne einen Burger. Nicht? Warum nicht? Aber ich mag Sandwich. Sandwiches sind lecker. Ich denke, ich brauche Milchschnitte. Genau. Milch. Oh, wir haben Milchschnitte. Wer ist der dunkle Part bei der Milchschnitte? Also wir bräuchten zwei dunkle. Ja, ja, eben. Sonst funktioniert. Ja, Ja, ich hab noch Schuhcreme. Ich schmier mich an. Also gerade bin ich in der Mitte, also bin ich eigentlich die Milch. Also ne? Ja, bist du das Weiße? Ich bin das Weiße. Das leckere Weiße. Ich bin das leckere Weiße. Oh ja. Mein Arzt hat mich gerade angerufen, ich soll Ach komm, das zählt nicht mehr. Du und dein Arzt. Doch. Klar. Ja, was denn ich und mein Arzt? Ich verstehe das halt super, wir sind Best Buddies. Ja, komm! Niemand hat so oft Arzttermine wie du. Das ist richtig, aber ich bin ja auch anders.
ja auch. Fahre ich jetzt auch gleich genau an dir vorbei und halt nicht an. Du fährst, weißt du, du fährst sowieso immer an mir vorbei. Das ist ja egal. Weißt du, ich bin so lieb und nett und steige aus für dich. Nur damit ich dich einmal wieder sehe und du. Du hupst nur. Ich bin dir nur eine Hupe wert. Hoffentlich ist meine Schokoladenseite drauf. Warum fährst du jetzt auf einmal weg? Weil ich weiter. Ich halt rein. Weil ich weiterfahren muss. Gut, dann steige ich halt wieder ein. Dann steige ich einmal aus, weißt du? Ja, ja, und dass wir jetzt wieder so hinzureden, weißt du? Das wirkt langsam so, als wenn du ein Verhältnis mit deinem Arzt hättest. Nee. Ja. Ich kann natürlich nur noch mal umdrehen, Ryan. Nee, jetzt will ich auch nicht mehr. Kommst du mir doch sowieso gerade hinterher. Nee, du fährst weg. Das ist eine ärztliche Schweigepflicht. Nee. Ah, schön. Also die Ärzte, die ich so meistens habe, nee, danke. Nicht? Ich bin mal wieder weg, ich wünsche euch viel Spaß. Danke, Mira, schön, dass du da warst. Bis später, und Mira. Und dir noch einen schönen Sonntag. Von mir auch. Fahr weiter, du grünes Auto. Oh Gott. Was denn? Ach nix, ich hab da einen Panda gesehen. Da fährt einer von uns, aber das ist keiner von euch, die im Voice sind. Das ist irgendeiner, der hier zu unserer Firma gehört. Und sein Bus einsam und alleine lenkt. Ich bin näher in Halbe dran als in Ryan. Du bist weggefahren. Ich wusste nicht, dass du anhältst. Du hältst nie an. Du hältst nie für mich an. Du rufst nur. Die ist näher dran an mir als an Ryan. Interessant. Ja. Gut, ne? Ja. Soll ich mich reinlassen? Nö, alles gut. Ich stelle mir gerade vor, wie das geworden wäre, wenn Futters heute noch mitgespielt hätte. Oh je. Ich glaub, da hätten wir nicht... Dann hätte ich mir mit Frisches wirklich ein Zimmer leisten müssen. Ja. Ich glaube, dann hätten wir beide euch allein lassen müssen. Ja. Naja gut, es geht ja eh nicht, weil wir ja eh immer nur zu dritt machen. Ja, aber es reicht ja schon allein durch Schreiben. Wenn Frisches im Voice gewesen wäre und daheim geschrieben hätte, das reicht ja schon. Frag nicht. Frag einfach nicht. Soll drauf rein. Was? Was macht die? Was? Was soll das? Warum hast du sie gerammt? Ich konnte nicht mehr einlenken. Du hast selber noch gesagt, voll draufhalten, du Arschloch. Jetzt habe ich 3200 Schaden wegen dir. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hab dich auch lieb, Brian. Ich hasse dich jetzt aber. Ich wollte dich voll draufhalten. Du hast sogar noch gesagt, voll draufhalten. Was? Das war wegen was anderem. Aber okay. Nein. Wie oft wollen Sie die denn noch? Habe ich Ihnen schon gezeigt? Ja, das kann man jetzt. Ja, uff, Mappa, ganz genau. Sehe ich auch so. Wieder da. Wer ist gestorben? Ich. Ach, Hybrid hat nur Ryan. Angebumst. Das klingt falsch. Ich habe kein Kind, okay? Ich bin nicht schwanger. Das wäre gut geworden. Ja, ich weiß, Frischus, das wäre super geworden. Hybrid wird gleich sterben. Warum? Ryan, du kommst wieder näher. Wupp, nur noch 0,3 Kilometer. Oh, dieses Wupp, ne? Jedes Mal, wenn ich das irgendwo sage oder höre, das erinnert mich immer an den Sub von Fox, wo das so Wupp vorgelesen wurde von diesem Bot. Endlich ist der neue Teil der Haltestelle fertig geworden. Das war so geil. Papa, warum werde ich jetzt gleich wieder sterben? Bin ich traurig. No. Oh, ist klar, das will ich gehen. Oh, da wird schon wieder so eine alte Troller rüber. Weil du in Ryan reingefahren bist, wird sie dich umbringen. Oh ja. Oh, schön. Wirklich schön. Kann mal jemand dann mit in meinen Bus kommen und den Müll rausräumen? Nö. Roll doch selber raus. Ist dein Bus. Ananas. Ananas. Salami.
Ja, das Mama, das wird sie später machen. Ich kläre das dann schon mit ihr. Sie wird dann wieder ganz lieb auf mich zu sprechen sein. Das glaubst du? Das glaubst du? Ja, das glaube ich. Nein. Ah ja. Wäre ich mir diesmal nicht so sicher. Was macht dich da so sicher? Weil du bist. Und du magst mich. Nee, jetzt nicht mehr. Warum nicht? Okay, du bist mit Absicht in meinen Bus. Bin ich nicht. Haha, du kannst gleich die Rampe ausfahren, da will jemand bei dir mit. Ach nein, warum kriegst du meinen Rolli? Doch, weil ich hatte extra die Rampe ausgefahren, dann wäre aber bei mir nicht mitfahren. Hallo Ryan. Hallo. Steigst du jetzt wenigstens aus? Ja, warte. Juhu, sie steigt für mich aus. Das ist so toll. Oh Gott, wie sah das denn eben aus? Hi. Vor allem, ich sag hi, einer deiner Fahrgäste sagt tschüss. Guck mal, er kann zaubern. Er ist ein Zauberer. Ja. Was macht er da? Hä? Guck mal, er macht die ganze Zeit dasselbe. Vor allem, ich sehe es halt bei mir nicht. Bei mir geht er halt ganz normal, weil sie ist mal hier im Stream. Bei mir zeigt er die ganze Zeit so eine Karte. Der hat wohl den Spaß seines Lebens, würde ich sagen. Warum läuft heute ganz normal das Mobbing? Das ist genauso wie mit dem Bus, der bei mir ja stand und bei dir aber nicht. Ja, vielleicht ist bei mir tatsächlich mein Spiel verbuggt irgendwie gerade. Keine Ahnung. Kann natürlich auch sein. Wie gesagt, ich kann ja gleich meine Fahrt machen. Weil wir. Weil das liegt 100 Pro an mir. Dass bei dir das Spiel verbuggt ist. Nee. Welche Fahrt hast du gerade? Bist du schon bei Bambus oder bist du noch bei Todesbambus? Ich bin noch bei der anderen Strecke. Ah, okay. Ja gut, dann kann ich ja gleich eine kleine fahren und kann gucken, ob der, ne? Der Bus bei mir auch verbuggt ist. Achso, Mappa, ich hab gerade erstmal gar nicht verstanden, was du meintest. Aber ja, das kann natürlich sein. Nüff. Oh. Ja, herrlich. Ich würde jetzt sagen, lange nicht mehr so schön gelacht, aber. Das stimmt ja nicht ganz. Das war ja in jedem Stream. Das ist doch jetzt Dauerzustand. Ja, wollte ich gerade sagen. Lachen ist gesund. Oh, da ist Gamebox, ein Gameladen. Warte, da muss ich anhalten. Da will ich rein. Ich bin die Gamebox. Box. Ich muss jetzt erstmal Ryan umarmen. Was? Ja. Ich muss jetzt in der Garage zurück, dann kann ich mal kurz zurückkommen. Nehmen zwar jetzt gefühlt jedes Schlagloch mit, aber ist mir egal. Ja, schon wieder Schlagloch, danke. Alter! Drehen die mich ja von der Straße. Du bist nur 0,6 Kilometer von mir entfernt. Also, du bist 0,5 nur noch. Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht um ihren Müll? 0,2. Ich bin wieder genau zwischen euch. Jochen warm hier. Willst du mir jetzt sagen, ich bin 0,2 Kilometer breit? Ich brauche mehrere Fahrkarten. Hast du ein leichtes Problem? Wieso? Oh nein, was hast du getan? Wir sind hier bei Einbahnstraßen. Fahr einfach in eine rein. Ich find's aber schön, dass ich die ganzen Rollis jetzt kriege, weil du die ja eh im Bus vergisst. Das kam von Mappa im Übrigen, mit dem, weil du die im Bus vergisst. Schön. Oh, ich liebe nichts Geileres wie Kopfsteinpflaster. Na klar, hier.
Bitte. Nur wenn man keine hohen Schuhe anhat. Ja, wenn man in einer gewissen Sitzposition auf dem Sitz sitzt und dann mit dem Auto drüber fährt, ist das auch geil. Das stimmt. Was? Danke. Was? Das stimmt. Was ist los mit euch? Frauen wissen, von was ich rede. Ja, danke. Ja. Danke. Wow. Und wenn man eine Freundin hat, ist ein PlayStation-Controller nur so lange interessant, bis die Freundin herausfindet, dass das Ding vibriert. Ah. Du bist nur ein Müll, ne? Du bist nur ein Müll. Ich weiß, dass er vibriert und nun? Ja. Nun hast du noch mehr Spaß mit dem Controller. Das war ich schon seit über 13 Jahren. Ja. Spielst du auch im Moment mit dem Controller PlayStation? Nein. Das machst du. Nee. Natürlich, du hast doch selber gesagt, der liegt neben deinem Bett. Du spielst immer nur PlayStation, wenn du im Bett bist, Max. Ja. Ja, also streit's doch nicht ab. Ja, aber ich spiele nicht das PlayStation im Bett. Ich spiele PlayStation im Bett. Ja, da kommst du jetzt nicht mehr raus, weißt du nicht. Ah, ich bin in der falschen Spur. Das hast du dir jetzt selber eingebrockt. Ah, schön. Wirklich schön. Wir fragen einfach nicht nach. Wir akzeptieren es. Was? Nichts. Ich habe bis jetzt noch keine Kollision gehabt. Ja. Ich habe gerade ein Auto über die rote Ampel geschoben. Ja, wie viel bist du denn im Minus? Drück mal Escape, wenn du stehst. Hast uns immer noch nicht gesagt. 11.000. Reicht. Im Minus? Ja. Was hast du die ganzen Minus-Dinger bekommen? Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Ja, aber... Fuck, ich bin in die falsche Richtung gefahren. Ich fahre von Ryan Rack, das will ich nicht. Ja, ich bin jetzt voll. Durch. Ich noch nicht, du kannst doch zu mir fahren. Ja, Leute, macht es doch bitte nicht, wenn ich mitten auf der Kreuzung bin. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja. Lol, die Leute sind an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Was haben die genommen, dass sie eine rosa Kuh sehen? Ich meine, ich weiß von lila Kühen, aber rosa Kühen? So ein schöner Tag im Schwimmbad. Victoria fährt immer weiter von mir weg. Entschuldigung. Ich komme aber, glaube ich, gleich auch wieder in die gleich wieder in die Richtung. Oh, ihr seid ja weit von mir weg. Sehr gut. Nein, nicht gut. Warte, kann mal gucken. Ey! Oh ja, ich wende tatsächlich weit. Ich konnte schon wieder nicht gerade lenken. Alter. Bald wende ich. Die haben am Sitz geleckt, deswegen sehen die sowas. Ich hab vergessen, die Blumen zu gießen. Ja, wahrscheinlich zu jetzt. Wahrscheinlich. So. Ich sag mal so. Ich habe minus 21.000 wegen Kollision. 20.000, weil ich einen Fußgänger überfahren habe. Und 250, weil ich eine rote Ampel überfahren habe. Habe aber 26.000 Euro plus für den wöchentlichen Einkommen gemacht. Haben Sie ein Schlagloch-Suchgerät? Ich bin 8.000 im Plus. Ja, das mit dem im Plus sein und so, das muss ich mal noch üben. Ach, schön. So, steigt aus, meine Lieben. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? So, hä? Warte mal. Was willst du denn machen? Ich wollte eigentlich sofort jetzt abbrechen, dass ich die neue annehmen kann. Du kannst einfach auf End drücken, auf deiner Tastatur auf Ende. Wie willst du die abbrechen? Ah, wenn du durch bist halt, ne? Oh. Ja.
Du musst nicht in der Garage dafür stehen, du musst einfach, wenn die, wenn du die letzte Haltestelle angekommen hast, steht es eigentlich schon da. Einfach auf Wände. Das passt. Wir haben ja noch 422.000. Dann ist deine nächste Fahrt die Nummer 7. Oh, das Hafenzentrallager fahren wir jetzt auch endlich mal an, ja? Ja. In der Rundfahrt? Ja, ja. Immer Rundfahrt. Rundfahrt doppelt so viel Geld. Ja. Fast. Wenn man nicht Fußgänger und sowas mitnimmt. Ja. Oh Mann, auf was warten wir denn hier? Da geht doch keiner über die Straße. Mann. Ich fahre hinter einem unserer Busse her, aber das ist leider keiner von euch. Nee, ich bin 2 Kilometer von euch weg. Ja, aber das ist 1,4 von mir entfernt. Dann überholen wir mal das Auto. Huch. Wir sind einfach mal gleich schnell. Ja, gut, überhole ich halt nicht. Ja, da kommt halt schon die Haltestelle, ne? Macht halt keinen Sinn, jetzt noch weiter versuchen zu überholen. Das stimmt. Ich bin jetzt schon in Steineck angekommen. Alter, du sollst 50 fahren und nicht 30. Kackbus. Was ist das denn für ein scheiß Busunternehmen hier? Wie kann ich denn eine Durchsage machen? Irgend so ein Typ. Dazu musst du einfach stehen bleiben und dann dich selbst zu dem Kerl hinbewegen. Achso. Ich ignoriere die meistens. Ey! Dieser Depp ist bei mir reingefahren. Was für eine Durchsage? Danke. Ja, weil wieder einer Musik gehört hat bei. Achso, das, ja. Musst du ja leider für aufstehen. Ich bin vorbeigefahren, weil ich... Was? Ach so, dir. Den Gedanken Hier, bitte. Na klar, hier. Was? Das ist nicht so. Ach so. Hast du an mich gedacht? Ja, auch. Ja. So, diesmal niemanden umgefahren. Nichts angefahren, nichts brennt oder fliegt. Ich werde besser. Sehr gut, Suret. Sehr gut. Nächster Halt. Steineck. Ost. Steineck. Ost. Ja, sehr geil. Bananas in Pyjamas sind lustig anzusehen. Oder von wo ich auch noch einen Sound erlaubt. Yeah. Was denn? Nichts. Werde ich es schaffen, in diese Runde mit einem Bus rauszugehen? Nein. Es ist viel zu heiß draußen. Wenn du schon so fragst, nein. Hey, komm, jetzt bin ich 1600 im Plus. Noch. Was? Ach so, klar. Ich hab ihn, meine Fahrt. Na klar. Was? Ach so, hier,